Nerd Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Bring It, der Nerd Podcast. Ich bin hier heute nicht alleine, das seht ihr. Neben dem Thorsten ist auch Robin Christopher Vorwerk, der Manager und Eigentümer von High Performer Limited, heute bei uns. Robin Christopher, wie geht's dir? Soweit so gut. Vielen Dank für die Einladung natürlich. Endlich habt ihr mal einen wahren CEO hier bei euch. Ich bin gespannt, was ihr alles so von mir und über High Performer Limited natürlich hören wollt. Das ist einiges, weil du hast ja auch schon einige Leute unter Vertrag. Tristan Archer, Anil Marek, Joseph Fennec Jr., Baby Allison und noch nicht den Thorsten, aber bevor wir da einsteigen, frage ich natürlich auch mal den Thorsten, wie geht's dir? Hallo. Ja, mir geht's ganz wunderbar. Zurück von meiner WrestleMania-Reise. Ich habe mir, glaube ich, eine ganz okay WrestleMania ausgesucht. Ja, war okay, war so ein bisschen mit. Nein, war natürlich super. Da kann ich nochmal auf den Podcast verweisen. Wir haben eine Review-Intermission aufgenommen, wo es eben genau um diese Erfahrung dort geht. Aber ja, auch ich freue mich, dass Robin Christopher heute Zeit für uns hat. Der CEO, wie gesagt, von High Performer Limited. Wenn ich mal kurz anfangen darf, du bist ja sozusagen 2023, meine ich, zur WXW gestoßen und du kamst ja aus dem Nichts. Ja. Was hast du da gemacht? Ja, also tatsächlich, was ich vorher gemacht habe, ich war unter anderem bei der WXW Academy, deswegen bin ich auch als Alumni bei der WXW Academy, beziehungsweise als Absolvent der WXW Academy auf deren Website aufgeführt. Hab da nur nicht die Schule des Wrestlers durchlebt, sondern die Schule des Managers. Hab mich da ausbilden lassen und bin dann letztes Jahr im Mai, 20. Mai war es, im Zuge des Fanfestivals in der Turbinenhalle zum ersten Mal aufgetreten, damals mit Taylor King. Gegen, wer weiß es vielleicht noch? Ich war dabei, aber ich weiß es nicht mehr. Gegen Destin Forte, der an dem Abend auch sein Debüt gegeben hat, auch Academy Student, ehemaliger. Ich wusste bisher gar nicht, dass es da so einen extra, sagen wir mal, Studiengang gibt als Manager. Ist das denn, wie kann ich mir das vorstellen, so eine Ausbildung? Den gibt es auch nicht konkret. Also man kann jetzt nicht bei der WXW Academy anfangen und sagen, bildet mich zum Manager aus und dann kommt man fünfmal die Woche und kriegt Manager-Ausbildung von Paul Heyman. So funktioniert es leider nicht. Aber es gibt ja diverse, also es gibt Promo-Classes in der WXW und so weiter und so fort. Ja, und da hat sich herauskristallisiert, wo die Reise hingeht. Das ist das, was mir, also wo, glaube ich, meine Talente liegen, hat man jetzt über das letzte Jahr gesehen, ohne mich zu sehr beweihräuchern zu wollen. Genau. Aber da gibt es genug Möglichkeiten, sich da entsprechend auszuleben. Und das sage ich auch immer wieder. Also auch mein Kommentatorenkollege, ich versuche nicht böse zu sein. Ich will wirklich nicht böse auf diesen Mann sein. Matt DiMarcy hat auch in der WXW Academy angefangen und ist jetzt die Stimme der WXW neben mir natürlich. Ohne mich wäre er nur halb so gut. Aber genau, da gibt es verschiedenste Wege, sich in der Academy auszuleben und dahin zu kommen, wo man im Wrestling sein will. Aber war es denn initial dein Weg, Wrestler zu werden? Oder mit was für einer, sagen wir mal, Intention bist du dahin gegangen zur Academy? Also ich glaube, jeder, der sich für Wrestling interessiert, und das tue ich natürlich auch seit Jahren, sonst hätte ich die Expertise nicht aufgebaut, will irgendwann Wrestler werden. Also ich glaube, das ist ein ganz klarer Punkt. Jeder, der irgendwann mal Wrestling geguckt hat, sagt sich, hey, ich würde auch mal gerne im Ring stehen. Aber tatsächlich bin ich ein großer Fan von Managern. Also das ist, sei es Paul Heyman, sei es Bobby Heenan, und ich könnte Namen ohne Ende aufzählen, das sind natürlich die großen beiden, würde ich behaupten. Das hat mich immer abgeholt und davon gibt es zu wenig. Im Wrestling, und da habe ich eine Nische für mich gesehen, wo ich gesagt habe, das ist es. Und jetzt hast du gerade schon diese ganzen Manager-Legenden erwähnt, das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass du schon Wrestling sehr lange verfolgst, oder hast du dich da erst vor kurzem reingefuchst? Also wie war so dein Anfang beim Wrestling an sich als Fan? Nee, definitiv. Also
Gut, Fan ist ein großes Wort, aber ich gucke definitiv, also ich gucke Wrestling und verfolge es eng seit 2008, 2009. 2008 hat es langsam angefangen, 2009 war dann der Zeitpunkt, wo ich irgendwie Wochenshows verfolgt habe, und dann ging es Anfang der 2010er irgendwann los, dass ich Indie-Wrestling verfolgt habe. Ja, in der Zeit war ich noch sehr viel mit meinem eigenen Leben, im Privatleben beschäftigt, und habe dann entsprechend 2022 entschieden, okay, dann schlage ich den Weg doch mal selber ein und bringe mein Geld da unter die Leute. Also du hast schon ein paar Namen gedroppt. Als ich deine Wrestling-Persona das erste Mal gesehen habe, gab es für mich Shades of Classic Freddy Blassie. Ganz klar. Definitiv auch eine meiner Inspirationen. Also die drei Wise Men, sei es Freddy Blassie, sei es The Grand Wizard, sei es Captain Lou Albano, das sind natürlich Inspirationen, auf jeden Fall. Allgemein viel 80s Wrestling, was ich im Nachgang verfolgt habe, teilweise auch 70s, so viel man davon halt sehen kann, das ist einfach schwieriger zu gucken, das wissen wir, glaube ich, alle, aber auch unbekanntere Namen wie einen Gary Hart oder so verfolge ich, habe ich viel, viel von geguckt, aus WCCW-Zeiten, Sherry Martel, auch eine große Inspiration. Immer unterbewertet, ne? Sherry Martel. Definitiv, also da gibt es auch neben den ganz großen Figuren, die, glaube ich, jeder kennt, einige andere Namen, was für mich auch immer eine Inspiration ist und sein wird, auch wenn es eine kontroverse Figur ist, ist Eric Bischoff. Der hat bei WCW riesige Leistung gezeigt, auch als Manager von Hulk Hogan, von der gesamten NWO. Da gibt es einfach so viele Charaktere, die auch einfach sehr, sehr interessant sind, in meinen Augen. Und davon gibt es zu wenig heutzutage. Ich bin so alt, ich habe die teilweise noch wirklich aktiv erlebt. Ich bin 87 mit Wrestling angefangen und habe immer noch, es gibt so ein altes WrestleMania-Intro, wo Classy Freddy Blassie als alter Mann auf so einer Bank sitzt und dann hört und kommt im Hintergrund dieser Spruch, I can still hear the echoes. Da kriege ich jedes Mal noch Gänsehaut. Das ist so toll und Wrestling hat seine Ära, Ehren und ich hoffe, dass diese Ära der Manager wiederkommt, weil du hast es gerade schon so schön gesagt, das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren und ich hoffe, dass man das jetzt wieder machen kann. Also Paul Heyman ist da als Wise Man von Roman Reigns ein leuchtendes Beispiel im Moment. Prince Nana kann man vielleicht noch nennen bei Swerve Strickland, ist auch eine ganz andere Art der Herangehensweise. Aber ich finde auch, wir brauchen sowas mehr, weil ich habe das als Kind, wo ich Wrestling geguckt habe, geliebt. Leute wie Albano, Blassie, Heenan. Heenan ist sowieso, also mehr geht nicht. Ja? Richtig. Und das ist, ich glaube, was viele davon abhält, sowas zu starten, ist, jeder will im Spotlight stehen, natürlich. Und meine Jungs, meine eine Dame, wollen natürlich auch im Spotlight stehen. Und ich bin dazu da, ihnen das Spotlight zu geben. Das ist ganz klar. Und das ist meine Aufgabe. Dafür sind sie bei mir gesigned. Und ich glaube, viele haben Angst davor, im Schatten von anderen Wrestlern zu stehen und dadurch nicht zu scheinen. Aber ich glaube, gerade Paul Heyman, Bobby Heenan sind glänzende Beispiele. Paul Heyman ist frischer Hall of Fame-Inductee. Also viel besser kann der Karriere nicht laufen. Ich glaube, da haben nur viele, ich will nicht sagen Angst vor, aber einfach ja, die Befürchtung, dass das nicht reicht, um irgendwie bekannt zu werden. Paul Heyman hat Brock Lesnar besser gemacht. Ja. Wenn Brock Lesnar den Mund aufmacht, muss ich lachen. Ja, der hat doch. Ich würde persönlich nicht in seiner Gegenwart lachen, aber. Nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Er hat ihn besser gemacht. Und er hat auch Roman Reigns nochmal größer gemacht. Ohne Paul Heyman hätte diese ganze Bloodline-Storyline gar nicht funktioniert. Da bin ich völlig richtig. Jetzt haben wir die ganze Zeit aber von amerikanischen Legenden gesprochen. Wir hatten aber auch nicht so viele, aber wir hatten auch in Europa und in Deutschland Manager-Legenden. Christian Michael Jacobi, Adam Polak bei der WXW. Jetzt trittst du auch so ein bisschen in die Fußstapfen von diesen Leuten. Wie ist das für dich denn? Das ist richtig. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande zugeben, also ich habe WXW immer am Rande verfolgt, eine Zeit lang auch deutlich mehr. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt in der WXW
definitiv Leute, die mehr Geschichtswissen über die WXW haben im aktiven Roster. Aber natürlich, das sind Leute, von denen ich mir gerne alte Matches, alte Spots, alte Geschichten angucke und sehe, was haben die gemacht? Wodurch waren die erfolgreich? Was haben die mit ihren Klienten gemacht, um die dahin zu bringen, wo sie letzten Endes waren? Genau, natürlich, aber wie du schon sagst, das sind, glaube ich, trotzdem Fußstapfen, die unter WXW-Fans jeder kennt, mit denen ich mich entsprechend auch auf Dauer messen muss. Das ist ganz klar. Das hattest du gerade schon gesagt, die Klienten, und das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Du hast ja natürlich deine eigenen Klienten, wir haben jetzt sie schon mehrfach aufgezählt. Was sind deine Kriterien für diese Klienten? Wie sammelst du diese Leute? Wie kommt dieser bunte Mix an verschiedenen Charakteren, die du denn jetzt gerade aktuell unter Vertrag hast, wie kommt das zustande? Wie wählst du deine Klienten aus? Ja, grundsätzlich, super Frage. Grundsätzlich, was alle gemeinsam haben, jeder einzelne Klient von mir ist ein ehemaliger Champion. Jeder Klient von mir hat schon bewiesen, dass er Erfolg haben kann. Sei es Anil Marik oder Joseph Fennec Jr. mit den Tag Team Titeln. Sei es Tristan Archer als zweifacher World Champion. Sei es Betty Allison als zweifacher Champion. Das sind allesamt Leute, die, sage ich mal, nicht irgendwie noch auf dem Weg nach oben sind, sondern längst da waren. Und bei allen hatte ich das Gefühl, sie brauchen so ein bisschen den neuen Ansporn, den neuen Motor. So, da hat was gefehlt. Tristan Archer hat, bevor er bei mir gesigned hat, gegen Nick Schreier verloren. Da mögen jetzt einige sagen, oh, aber Nick Schreier, nein. Tristan Archer, zweifacher Unified World Wrestling Champion. Und ich glaube, genau da ist der Moment, hey, ihr braucht einen Manager. Ihr braucht jemanden, der euch zeigt, wo die Reise für euch hingehen soll. Baby Allison brauchte einfach eine neue Ausrichtung. Sie hat für sich selber gemerkt, immer nur mit Maggot zusammen gemeinsame Sachen machen, bringt sie nicht weiter. Und da rennt sie bei mir natürlich offene Türen ein, weil jemand, der schon mal Champion war, weiß, wie es ist, dahin zu kommen. Und ich bereite alles, ich mache den Weg frei, um auf neues Gold zu gehen. Ja, aber im Moment knirscht es da ja ein bisschen im Gebälk, ne? So auch untereinander, oder sehe ich das falsch, wenn man so die jüngsten Google-Logs sieht und so ein bisschen Unzufriedenheit scheint sich da breit zu machen. Also es ist ja doch eine sehr heterogene Masse da bei dir, ne? Das ist so. Also definitiv, wir haben natürlich große Transparenz bei WXW mit den Backstage-Logs, das ist so. Da wird viel nach außen getragen, was ich persönlich als CEO natürlich nicht unbedingt nach außen tragen wollen würde. Aber es gibt Verträge, das muss natürlich alles so sein. Vielleicht fangen wir bei Baby Allison an. Das ist eine Eingewöhnungsphase, das ist klar. Dass Dinge über das Karat-Wochenende so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, ist für so einen Start natürlich nicht förderlich. Da sind wir uns alle einig. Das hat sich in Frankfurt gezeigt. Das war unschön, das muss so nicht sein. Aber ich glaube, sie weiß genau wie ich weiß, dass da was Größeres drüber steht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Geld investiert habt oder ich sag mal, Thorsten, du warst jetzt frisch in den USA für WrestleMania. Jo. Es hätte sein können, dass du dahin fliegst, viel, viel Geld ausgibst und WrestleMania ist, was es nicht war, aber ist für die Tonne. Das hätte passieren können. War es nicht, aber jedes Investment hat natürlich, man kann gewinnen und man kann verlieren. Und das stellt sich jetzt langsam heraus, wer bei mir die wirklichen Gewinner sind, wer eher die Verlierer sind. Und Griffin McCoy hat es kein Wochenende bei mir ausgehalten. Und das ist jemand, der ist in den USA super erfolgreich. Der tritt bei CZW, GCW auf. Das ist ein Top-Star, aber war nicht genug für High Performer Limited. Und ja, genau. Das heißt also, du brauchst
Gewinner, High Performer, die es auch schon sind oder mal waren. Und du sorgst dafür, dass du sie wieder auf den rechten Weg führst oder noch weiter nach oben pushst. Genau, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also ich denke, man sieht an jedem Wrestler, der bei mir gesigned ist, es gibt natürlich immer im Moment viele Stimmen, die sagen, wir haben noch keine Titel gewonnen. Wir haben, weiß ich nicht, wir haben bei Karat verloren. Aber jeder einzelne Wrestler von mir ist aktuell an einer besseren Stelle, als er war, bevor er gesigned hat. Justin Archer hat, wie gesagt, vorher gegen Nick Schreier verloren. Jetzt steht er an Tag 2 bei 16 Karat Gold vor über 1000 Leuten in einem Tag-Titel-Match. Dass wir das nicht gewonnen haben, dass ich in meinen Augen zu Unrecht rausgeschmissen werde, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ali Marik war kurz davor, seine Karriere zu beenden. Das muss man einfach mal so in den Raum stellen. Und das ist ein Topstar. Das ist ein Top-Talent. Und er musste sich immer im Schatten von den Ilya Blooms dieser Welt irgendwie zurechtfinden. Und jetzt hat er endlich das Spotlight auf sich. Und ich glaube, jedem geht es bei mir besser als zuvor. Und die Titel werden kommen. Das ist für mich geschenkt. Du sagst, es ist geschenkt. Jetzt ist die Frage, hast du vielleicht auch noch ein Geschenk für jemand anderen? Hast du vielleicht schon mal jemanden im Auge, den du vielleicht noch für die High Performer gewinnen möchtest? Also gut, dadurch, ich habe natürlich den riesigen Vorteil, dadurch, dass ich kommentiere jegliche Shows für WXW, sehe ich einiges an Talenten. Also ich kann jeden aus nächster Nähe beobachten, analysieren, was machen alle. Und da sehe ich natürlich Top-Talente. Und es gibt immer Leute, die ich bei mir gerne hätte. Also der Maximum des Erfolgs aktuell ist Amboss. Und ich denke, das hat man in Bielefeld gesehen, als wir als Anil Marik zusammen mit Robert Dreisker im Ring stehen. Oder andersrum, Robert Dreisker mit Anil Marik im Ring stehen durfte. Ich nicht hören durfte. Oh. Zum Glück laufen wir uns nicht so häufig über den Weg. aber natürlich, Amboss ist das erfolgreichste Team in ganz Europa. Wenn die bei mir gesigned wären, das wäre ein Traum. Andersrum, die Big Bucks sind gerade groß im Kommen. Mein guter Freund Norman Harras hat sich da einen echt guten Partner an die Seite geholt. Das wären Top-Leute, die wir lange nicht gesehen haben, aber wo ich auch einen guten Draht zu pflegen, Michelle Green. Gute Freundin von mir, ähnliches Mindset, was das Business angeht. Oder man kann auch sagen, Sigma Levaniel. Also da ist ein großes Problem. Ich finde es gut, was er im Ring macht. Ich akzeptiere, dass er auch schon Champion war. Das einzige Problem ist, ich weiß auch, was hinter dem Mann steckt. Und ich habe gesagt, mit Norman Harras bin ich gut befreundet. Norman Harras und Levaniel, das wird dieses Leben nichts mehr. Ich glaube, wenn ich Levaniel unter Vertrag nehmen würde, dann würde der International Superstar hier schneller auf der Matte stehen, als mir lieb ist. Und ich bin zwar groß, aber der liebe Norman Harras ist ein bisschen größer. Und dem will ich ohne Bodyguards an meiner Seite nicht begegnen. Du hast gerade schon mal angesprochen, dass du auch Kommentator bist, bewegst wie. Inwieweit ist das für dich auch eine Stressgeschichte, wenn du deine Performer zum Ring begleiten musst und bist dann auch gleich beim Commentary? Ich kann mir vorstellen, dass du dann an so einem Veranstaltungstag extrem eingespannt bist. Ne? Definitiv, das ist ganz klar. Also wir sind mit der Production natürlich eingespannt. Wir, meine Jungs und Baby Allison müssen sich natürlich auf ihre Matches vorbereiten. Da will ich natürlich auch anwesend sein, um denen genug Input zu geben, um zu zeigen, hey, wir sind hier, das hier ist unser Ziel, das ist der Gameplan für heute. Das muss ich als Manager und das ist auch mein Versprechen an meine Klienten. Aber gleichzeitig bin ich in die Production eingespannt. Das heißt, die Stunden knapp vor dem Event sind natürlich mit Meetings. Da passieren Meetings, da wird durchgesprochen, welche Matches sind auf der Card. Ich muss mich zwangsweise mit Matt DiMassi nochmal auseinandersetzen, damit der auch nicht zu viel Mist über mich und meine Company erzählt.
da sind natürlich dann auch in den Gesprächen immer Anwälte anwesend, damit er auch seine rechtlichen Konsequenzen kennt. Jetzt wird gelacht. Also was da teilweise aus seinem Mund kommt, ist Grenzen an Verleumdung. Und da muss man vorher natürlich einmal den rechtlichen Rahmen klären. Ja. Aber es ist viel zu tun, ganz klar. Und auch nach den Shows. Es werden Sachen nachbereitet. Ihr seht es immer wieder in den Vlogs. Konversationen müssen gehalten werden. Es muss darüber gesprochen werden, wo die Reise für High Performer Limited hingeht. Und auch wenn ich natürlich Vielflieger bin, das sage ich ja offen, ständig nach Frankreich fliegen, jede Woche, um mich mit den Jungs da zu besprechen, ist für mich auch einfach zeitlich nicht machbar. Das heißt, es ist auch wichtig, Tristan und Joseph da ins Boot zu holen. Auch Frankfurt, klar, da bin ich ein bisschen häufiger, aber auch mit Baby Allison da den engen Kontakt zu haben und zu klären, wo geht die Reise hin, das ist ganz wichtig. Eine kurze Zwischenfrage, Thorsten, ganz kurz. Wer schlimmer, Matt DeMasi oder Alex Schneider? Das ist eine harte Frage. Das ist, boah. Also, sagen wir es so, Alex Schneider spricht hauptsächlich Französisch, ich spreche kein Französisch, den kann ich die meiste Zeit ausblenden. Er schuldet mir immer noch Geld für meinen Stock, das wird er in seinem Leben nicht bezahlen können. Mit dem Massi muss ich jede Show 3 Stunden im Ohr haben. Da, also, ihr wisst gar nicht, also, ich würde mir einen Tinnitus wünschen. Das wäre angenehmer, als den Kerl in meinem Ohr zu haben. Und gestern noch, da bin ich an meinem freien Tag auf dem Mittwoch bei WXW Wrestling Academy Heat. Wir zeichnen das hier auch nur am Donnerstag auf. Und natürlich ist er wieder anwesend. Also man wird den Kerl nicht los. Ich weiß auch nicht, was sich WXW dabei denkt. Eigentlich wäre er doch Kumpel, oder? Ich weiß nicht, also es gibt Videos von uns in Hamburg, wie wir uns fast auf den Deckel geben, ja. Wo Mark Shuttle dazwischen gehen muss. Da kann man sehen, wie man mag. Also ich glaube, es ist sogar in meinen Story-Highlights irgendwo drin. Das war kurz nachdem wir gescrewt wurden in meinen Augen gegen Rott und Flott, wo wir längst Number One Contender hätten werden müssen. Hm. Wäre das an dem Abend passiert, hätten wir bei Karat auch die Titel gewonnen. Aber hätte, wenn und wäre. Wir holen uns die Sache. Okay. Ja, du hast ja gerade schon mal von deinem Kommentatorenjob erzählt. Und wie bist du denn überhaupt noch zusätzlich zu dem Kommentatorenjob gekommen? Reichte es nicht aus, Manager zu sein? Oder wie kam der Sprung von da nach da? Weil das ja zwei völlig unterschiedliche Gebiete sind, die du da bedienst. Auf jeden Fall. Einerseits ja, andererseits, wir haben schon über Bobby Heenan gesprochen. Der Stimmt. hat auch beides gemacht, gleichzeitig. Ja, ich glaube, also ich meine, ihr hört mir zu, die Expertise ist einfach so groß. Also das weiß jetzt mittlerweile auch jeder Backstage, das muss jeder akzeptieren. Und Matt DeMasi braucht dann auch einfach mal jemanden, der Ahnung hat und der nicht einfach nur Energie hat. Also Matt DeMasi, dein Gorilla Monsoon. Die haben ein ähnliches Gewicht, aber ich glaube, Gorilla Monsoon war größer. Okay. Wir haben hier die Frage, ich habe hier die Frage auf meinem Handout stehen. Was hat das mit dem Stock auf sich? Warum der Stock? Ich weiß nicht. Kannst du dir einen Stock aus purem Gold leisten? Also was heißt aus purem Gold? Den Knauf aus purem Gold leisten. Die meisten in der WXW oder auch unter unseren Fans können das nicht. Hm. Ich kann das schon. Ja. Und das zeige ich dann auch gerne. Achso, das ist aber einfach nur zum Protzen. Protzen ist so ein hartes Wort, aber ich weiß nicht. Ich sag mal so, ich könnte ein Fiat fahren, ich fahre aber einen Benz. Ich könnte ohne Stock zum Ring kommen, ich könnte ohne Rolex zum Ring kommen, ich trage die aber. Und ich könnte ohne Stock kommen, aber ich habe ihn. Und er hat das auch das ein oder andere Mal geholfen, also warum nicht? Aber der Stock ist ja nun jetzt leider kaputt, ne? Der eine, ja, der wurde extra eigentlich für 16 Karat Gold gekauft, entworfen, extra dafür. Ich hatte gehofft, dass er länger überlebt. Großer Dank an Alex Schneider an dieser Stelle.
Er hätte auch in den USA bei GCW bleiben können. Da passt er ganz gut hin. Ja, jetzt habe ich meinen alten Stock wieder. Ist natürlich nicht weniger teuer, aber mal sehen, ob ich mir den 16-Karat-Stock reparieren lasse oder ob da einfach der nächste neue entworfen wird. Wo beziehst du die Stöcke denn? Bei meinem Goldschmied. Und den werde ich nicht verraten, weil sonst wird er noch belagert. Das wollen wir alle nicht. Daniel. Ja, jetzt haben wir über Feinde fast schon gesprochen oder ich sag mal nicht unbedingt Freunde. Aber du leitest ja immer wieder deine Reden ans Publikum ein mit dem Satz, wir sind ja hier unter Freunden. Und man fragt sich ja, da wir den jetzt schon so oft gehört haben und auch schon immer von Anfang an, wo kommt der Satz her? Wie kommt da dieser Satz zustande? Letzten Endes ist das eigentlich grundsätzlich mein Gefühl und ich spreche auch viel vom Mindset. Und für mich ist es, grundsätzlich will ich jedem positiv entgegentreten. So, ich will ja nur, genau wie ich für meine Klienten will, dass sie das Beste aus sich rausholen, will ich das für jeden anderen auch. Und ich will die Leute begeistern damit, wie es ist, Erfolg zu haben, dass sie sehen können, aus einem Animark, der im Schatten von Elia Blum steht, kann ein Superstar, ein Künstler werden. Und ich will eigentlich jedem die Hand damit reichen und sagen, hey, ihr könnt zumindest mental, nicht körperlich, Teil von High Performer Limited sein. Aber es wird meist nicht akzeptiert. Das wird Neid sein, glaube ich. Deswegen, aber grundsätzlich, ich bin ein offener Mensch. Ich bin auch ein sehr netter Mensch, wenn man nicht gerade Matt DeMarcy heißt. Ich bin ein super umgänglicher Mensch. Sonst wären nicht so viele Leute bei mir. Wenn ich ein Kotzbrocken wäre, dann hätte ich nicht so grandiose Klienten. Aber es wird nicht akzeptiert. Anscheinend sind wir nicht unter Freunden. Aber ich werde es immer wieder weiter versuchen, die Hand auszustrecken. Aber so mit Matt DeMarcy, man merkt schon, du erwähnst ihn jetzt sehr viel. Das muss doch einfach mal auf irgendeine Art und Weise auch geklärt werden, oder? Ja. Ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr. Das ist wie, keine Ahnung, die Leute, die in 9-to-5 haben, ich kenne mich da nicht so mit aus, aber man hat ja auch Büronachbarn, glaube ich. Oder in so einem Großraumbüro gibt es sowas in Deutschland. Das mag man ja auch nicht jeden. Aber wenn halt der Nachbar sehr, sehr laut ist, also so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Du bist in einem Büro, willst einfach nur deinen Job machen und machst ihn sehr, sehr gut und neben dir schreit einer rum. Und blökt eigentlich nur Unsinn. Ja, ich glaube, das wird dieses Leben nicht mehr geklärt. Außer, also, fairerweise, mittlerweile trägt er einen Anzug, der von mir gesponsert ist. Der sieht auch endlich mal gut aus. Schuhe hat er sich immer noch nicht von meinem Geld gekauft. Ich habe ihm eine Überweisung gemacht. Er soll sich einfach nur neue Schuhe kaufen, weil ich mir das nicht antun kann. Und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt vor dem Jungen haben, wenn er sich endlich kleidet wie ein Profi. Wobei, der Anzug, den er jetzt bei Heat getragen hat, muss man sagen, der war ja schon in Ordnung. Es sind nur die Schuhe. Das ist genau, also der Anzug, der wurde auch von mir finanziert. Empfehlung von mir, Schneider von mir und Geld von mir. Weil ich kann nicht, wir haben ja auch wir sind ja auch auf Kamera zu sehen, das geht nicht. Wenn er da in seinem Anzug von der Stange steht, das funktioniert nicht, aber die Schuhe, das musste ich dann auch schon bereits ansprechen, das geht gar nicht. Also, das ist ganz klar. Das heißt, auf kurz oder lang, wenn Matt DeMarcy sich brav so anzieht, wie es eigentlich sich gehört, nach deiner Meinung, dann ist alles in Ordnung, wenn er aber weiter ausreißt, kann es irgendwann sein, dass man vielleicht sogar euch im Ring sieht? Also, ich weiß nicht, ob man das will. Klar, ich trainiere mit meinen Klienten natürlich. Also ich körperlich bin ich stets in Topform. Matt DeMarcy nicht. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht sehen, dass ohne ihn zu nahe treten zu wollen, das wäre ein Blutbad. Und da will ich mir meine Hände ja auch eigentlich nicht schmutzig für machen. Das ist vorab jedem klar. Also darauf dürftet ihr gerne wetten, dann macht ihr sehr viel Geld, weil der Sieger feststeht. Was müsste denn passieren, damit du selber mal die Ringstiefel schnürst? Viel.
Da müsste viel, viel Geld fließen. Also, ich sag mal so, ich habe bei 16 Karat Gold, ich darf mich jetzt nicht verquatschen, weil das alles natürlich laufende Gerichtsverfahren sind, aber ich habe einen Tritt ins Gesicht bekommen, ich habe einen Cutter, wie er genannt wird, gefressen. Es gab schönere Momente in meinem Leben. Das brauche ich nicht wöchentlich, ne? Definitiv nicht. Aber die Leute haben es ein Stück weit gefeiert da, ne? Das ist so. Das ist wieder, also ich glaube, das ist wieder eine Neiddebatte. Also an dem Wochenende war ich einfach viel zu sehen, weil erkannt wurde, das ist der Mann, der den Leuten endlich beibringt, was gutes Wrestling bedeutet, was Expertise für dieses Business bedeutet und weil ich natürlich auch meine Klienten in Top-Position gebracht habe. Ja, sollen die Leute ihren Spaß haben, weil ich habe damit trotzdem Geld verdient. Das ist ja das Schöne. Egal was passiert, ich verdiene damit Geld. Und da habe ich mir einmal ins Gesicht treten lassen, war unangenehm, brauchen wir nicht wieder, geht vor Gericht, aber ich habe trotzdem Geld verdient. Und das ist alles, wofür ich hier in diesem Business bin. Ich merke aber schon, Thorsten, dass unser Gast gar nicht mehr so in der Vergangenheit schwelgen möchte, sondern lieber über seine Performer und die Zukunft reden möchte. Und da ist natürlich die Frage, wo sind denn die High-Performer in, sagen wir mir, quasi die Standardfrage bei so einem Bewerbungsgespräch, wo sind die High-Performer in 5 Jahren? In 5 Jahren, das ist natürlich viel Zeit. Also wir wissen alle, im Wrestling sind 5 Jahre eine Ewigkeit. Ein Großteil, also wenn man auf das Roster der WXW aktuell guckt, ein Großteil der Leute waren vor 5 Jahren noch nicht präsent in dem Sinne. Andererseits muss man sagen, ja, vor 5 Jahren gab es noch keine Pandemie beispielsweise. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. In 5 Jahren. Bestenfalls haben wir wieder, also was heißt bestenfalls? Ich versichere, dass wir bis dahin Unified World Wrestling Champions geworden sind. Allgemein mehr Gold, größere Hallen, mehr großartige Klienten. Und ich hoffe natürlich für jeden, der bei mir gesigned ist, dass er das Bestmögliche aus sich rausholt, und das Bestmögliche, größtmögliche Geld macht. Und was ist mit dir persönlich? Wo sagst du, siehst du dich nicht nur in 5 Jahren, sondern wo siehst du dich auch kurzfristig, zum Beispiel außerhalb der WXW? Also, klar, ich glaube, für jeden, der im Wrestling-Business ist, die größte Bühne auf der Welt, die kennt jeder. Das ist WWE. Und wenn ich von denen einen Anruf bekomme, ja, dann schnappe ich meine High-Performer oder zumindest die Firmenanteile und bringe die nach Connecticut. Aber realistisch gesehen, WXW ist trotz aller Widrigkeiten, trotz Fans, die mich ausbuhen, trotz Leuten, die mir ins Gesicht treten, ist ein Ort, an dem ich so lange wie möglich bleiben will. Ich glaube, ich habe dem Ganzen viel noch zu geben. Ich glaube, ich habe noch viel, viel im Petto, was noch nicht gezeigt wurde. Und umso länger ich einen Teil der Stimme, oder nein, die Stimme der WXW sein darf und solange ich immer wieder auf dieser Bühne stehen darf, bin ich damit sehr, sehr glücklich. Was macht denn der Privatmann Robin Christopher Vorwerk, um auszuspannen von seiner stressigen Arbeit als CEO? Um auszuspannen. Ja, auszuspannen ist natürlich schwierig. Also, ja, wir wissen alle, für mich ist Freizeit halt eigentlich nicht existent. In meiner Freizeit gehe ich dann tatsächlich hin und wieder auch mal zum Wrestling und gucke mir das an. Zum Ausspannen. Also Fitness ist immer ein Thema für mich. Urlaub. Man hat mich ja hin und wieder schon mal in irgendwelchen Jets in Richtung irgendwelcher Inseln gesehen. Das sind dann tatsächlich die Sachen, mit denen man mich begeistern kann. Aber Sport allen voran, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht in einem Business, wo es vorrangig um Sport geht. Dann. Das heißt, die Chance oder der Fakt, dass wir dich vielleicht mal
außerhalb des Wrestling-Universums irgendwie in Erscheinung treten sehen? Ist relativ gering oder doch? Gibt es da eine Hoffnung? Außerhalb des Wrestling-Universums? Genau. Also ich glaube, ich bewege mich in Kreisen, da bewegen sich die wenigsten von der WXW. Von den WXW-Fans auch. Also außerhalb des Business wird man mich sehr, sehr selten antreffen. Da gibt es also auch keine Pläne, irgendwas in die Richtung mal zu starten, ich sag mal so, auch im Sinne von Management vielleicht in anderen Bereichen zu übernehmen. Also, ich meine, ich trinke es hier die ganze Zeit, wenn Logan Paul mich anruft und der mal einen ordentlichen Manager für Prime haben will, wäre ich dann natürlich am Start. Solche Themen natürlich, also ich glaube, da gibt es genug Beispiele, Getränke auf den Markt zu bringen und so weiter. Das sind natürlich Side-Business, Side-Hustles, die man sich mal angucken muss. Vielleicht wird sowas in Zukunft geben, Parfum. Also niemand weiß so viel wie über guten Geruch wie ich oder ein Anil Marik. Wo wir bei Anil sind, wir können Mode rausbringen. Also ich meine, du hast selber unser T-Shirt von High Performer Limited, das ist natürlich nur der Anfang. Die Türen stehen uns ganz weit offen. Also da gibt es noch einiges, was da, glaube ich, kommen kann. Aber man soll ja nicht immer so viel erzählen, das wird kommen, wenn es kommt. Ich sehe schon, Robin Christopher Fragrance, das passt einfach. vielleicht ist das nächste Signing. Also Jeremy Fragrance hat schon, der kann einarmige Push-Ups, also das kann Matt DeMasi nicht. Tja, Thorsten, da bist du ja erstmal platt, ne? Ich habe selten so viel gelacht bei dem Interview heute. Das war sehr erheiternd tatsächlich. Sag mal, so ein paar ganz allgemeine Fragen. Hast du ein Lieblingsbuch? Du hast ja, in der Tat. Es ist, glaube ich, sehr, sehr Standard Herr der Ringe. Hm. Lieblingsvideospiel? Da wird es tatsächlich schon schwieriger. Leider habe ich aktuell wenig Zeit für sowas. Da wäre auch die Standardantwort FIFA, einfach wenn ich sage, wo habe ich am meisten Zeit reingesteckt. Und ich bin ja schon ein bisschen älter, tatsächlich tief in meinem Herzen Monkey Island. Sehr gut. Ich spiele im Moment Final Fantasy VII Rebirth, das bockt auch ziemlich. Das glaube ich. Sowas frisst halt wirklich Zeit. Und ja, ich habe im Moment Urlaub, dann geht's noch. Ja, so. Ja, das ist gut, das hilft. Ja. Musik, was hört Robin Christopher vorher gern für Musik? Tatsächlich auch da variabel. Man kann mich natürlich, man kann mich mit Country abholen. Das wissen die wenigsten, jetzt wisst ihr es. Gelegentlich Hip-Hop, aber man kann mich auch mit Jazz abholen. Da bin ich tatsächlich relativ offen. Es kommt tatsächlich da sehr, sehr viel auf die Stimmung. Ich sehe schon, da sind Kontakte zu Beyoncé. Die sind da vorhanden, auf jeden Fall. Das neue Country-Album, ja. Ja, ich meine, auf jeden Fall. Inspiriert durch mich wahrscheinlich. Also ja. Vielleicht wusste sie das und hat gesagt, so kriege ich endlich ihn auch mal als Hörer. Ganz klar. So ist das halt. Die Weltstars gucken nur auf mich, es ist doch klar. Es ist also, das wissen wir alle. Lieber Robin Christopher Vorwerk, dann können wir an dieser Stelle vielleicht sagen, danke für das schöne Gespräch. Jetzt aber der Daniel möchte noch etwas fragen. Nein, ich bin einfach restlos glücklich gerade. Und wenn du auch nichts mehr hast, Thorsten, dann würde ich tatsächlich sagen, wenn Robin Christopher Vorwerk natürlich noch Adressen hat, wo sich unsere Zuhörer und Zuseher anwenden können. Ob es jetzt Instagram ist oder irgendwelche Shops, die sie vielleicht auschecken sollen, dann ganz ist genau. Dein Forum und das deine Augen werden deine Bühne. Auch dir. Genau. Ganz genau. Also natürlich, kauft das Merch von High Performer Limited bei SL Wrestling. Ganz allen voran. Dann am aktivsten bin ich in der Regel auf Instagram bei @RobinChristopherVorwerk, auf Twitter oder X mit @RCVorwerk. Und ansonsten, kauft Tickets für die WXW, da seht ihr mich eigentlich immer. Kauft WXW Now 2.0, da dürft ihr mich regelmäßig in Deutsch und in Englisch hören. Und die meisten von uns und von euch da draußen kommen hoffentlich zu Drive of Champions.
1.6. in der Turbinenhalle. Da sind wir endlich wieder zu Hause. Und in der Zwischenzeit True Colors in Dresden, We Love Wrestling in Leipzig und Hamburg, Papenburg, Menden. Hamburg bin ich dabei. Sehr, sehr gut. Markthalle, immer ein Erlebnis. Und die Hamburg. Papenburg, sehr, sehr schöne Location. Ich persönlich war noch nicht da, aber ich habe natürlich. Kann dir das Restaurant gesehen. Empfehlen, was daneben ist. Da gibt es sehr, sehr leckere Spare Ribs, wenn man sowas mag. Da bin ich dann mal gespannt drauf. Ja, genau. Kommt vorbei, fragt gerne nach Bildern. Ich bin, wie gesagt, ein sehr zugänglicher Mensch. Das sage ich davon. Wir sind ja hier unter Freunden, oder nicht? Und das waren wir. Perfektes Schlusswort. Wir sind unter Freunden. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Und auf Wiederhören. Man hört sich und sieht sich. Tschüss. Ciao. Bis dahin. And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.